Moment, jetzt geht's los. Also. Test Nummer 2, diesmal mit Ton. 1, 2, 3, 8, 7, 5. Mein Name ist Friedrich Saller. Ich beschäftige mich mit dem nassen Kollodenverfahren, mit Platin-Palladium, Albumin, Salzdruck, der Kalitypie und der Polymergravur. Mein Name ist Günther Becker. Ich habe begonnen mit der Talbotypie bzw. dem Salzdruck, habe mich über Cyanotypie und Platindruck zum Öldruck vorgearbeitet und beschäftige mich zurzeit mit dem Gummidruck. Ich praktiziere Albumindruck, Bromöldruck, Öldruck, Gummidruck, Cyanotypie und das Kollodiumverfahren. Ich heiße Siegfried Utzig und ich beschäftige mich mit Bromöldruck, Cyanotypie, Kalitypie und Salzdruck. Ich heiße Rüdiger Hochreis und praktiziere die Cyanotypie, Platindruck, Polymergravur und den Salzdruck. Mein Name ist Andreas Emmel. Eingestiegen in die Welt der Edeldrucke bin ich mit der Cyanotypie. Ich praktiziere Gummidruck, Öldruck und die Polymergravüre. Elmar Ratzkowski, ich beschäftige mich mit Cyanotypie und Kalitypie.
Ich heiße Michael Ratzkowski und ich beschäftige mich mit der Cyanotypie und der Kallitypie. Ich bin der Udo Robert, beschäftige mich mit der Cyanotypie und der Polymergravur. Mein Name ist Klaus-Peter Gnas und ich beschäftige mich mit Salzdruck. Hallo, mein Name ist Jana Dilo und ich interessiere mich für die Welt der analogen Fotografie. Der Gummidruck, ne? Ja, das ist kaputt. Nee, warte, pass auf. Filmgas.